Hallo Freunde, begrüße euch. Ich möchte euch heute mal näher meinen Benzinkocher, den Optimus Svea, vorstellen und auch einmal anheizen. Und das ist das gute Teil. Das ist ein reiner Benzinkocher. Hier ist seine kleine Tasse dabei aus Alu. Hier war auch noch sein kleiner Aluwinkel dabei, um das Ganze zu halten. Verwende ich aber sowieso nicht. Ihr wisst, was ich von Alu halte, also nicht sehr viel. Aber es ist als Abdeckung und als Schutz ist das in Ordnung. Ja, man kann das Teil zerlegen, da nämlich der Windschutz mit drauf ist. Zeige ich euch gleich später, was das ist. Wir haben hier verstellbare Füße. Je nach Topfgröße kann man die natürlich anpassen. Und man kann diesen verdrehen und abziehen. Wir haben hier herunter den Benzintank. Ja, das Ganze ist aus komplett Messing, also sieht auch noch dazu edel aus. Wir haben hier den Benzintank. Das ist ein schwedischer Kocher, das Svea 123. Und der Vorteil an diesem Kocher ist, der hat also kein Pumpsystem, sondern der arbeitet als Expansionsgefäß. Hier haben wir hier oben eine kleine Vertiefung, eine Mulde. Die füllt man vorher mit Spiritus, Brennpasta oder mit Benzin selber an und muss das Teil vorheizen. Dann heizt sich das Teil hier auf, es baut sich Gas auf und das strömt nach oben und kann man dann entzünden. Ja, hierbei war noch dieser kleine Schlüssel, der auch quasi als Werkzeug verwendet werden kann. Der hängt normalerweise hier auf einer Kette drauf und den muss man dann jedes Mal, wenn man das aufsetzt, hier durchfädeln. Ja, ist mir einfach zu viel Gelumpe, mag ich nicht. Klar, man könnte den Schlüssel verlieren, aber ich habe mir ein orangenes Paracord draufgegeben und somit kann ich ihn nicht so schnell verlegen. Ja, hier ist er zum Verstellen und klar, jetzt ist kein Druck drinnen und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir einen aufbauen. Und das machen wir in dem Sinn, dass wir das Teil jetzt einmal ein bisschen vorheizen. Ich habe hier solche Pipetten in Verwendung, da habe ich einmal 40 oder 100 Stück gleich gekauft. Die braucht meine Frau auch fürs Malen. Und ja, kann man immer brauchen. Sind optimal. Und da werden wir das Teil jetzt hier mal etwas vorheizen. Hier füllen wir mal an. Und werden den jetzt einmal entzünden. Und jetzt wärmt er eigentlich das Ganze auf. Es beginnt innen sich Gas zu bilden durch den Druck, das nach oben strömt und das kann sich dann natürlich entzünden. Na, nun auch nicht, sonst hätte er nicht brennen. Ne? Es kommt sicher je nach Temperatur an. Es kann auch passieren, dass man den zweimal vorheizen muss, weil sich zu wenig Druck aufbaut. Bei den Temperaturen vielleicht reicht heute einmal, ich weiß es noch nicht. Wir werden das aber gleich sehen. Wir haben heute so 6 Grad, es ist nicht so extrem kalt. Vielleicht reicht heute einmal zum Vorheizen. Ja, wir warten, bis der ganze Alkohol oder Benzin eigentlich verbrannt ist. Ich verwende hier reines Benzin. Man könnte auch das von der Tankstelle verwenden, aber dann verrußt das ganze System mehr. Mag ich nicht, daher verwende ich einen richtigen Reinbenzin oder Waschbenzin. Ja, jetzt schauen wir mal, ob hier schon was kommt. Jawohl. Er hat auch schon gezündet. Und das habt ihr natürlich schon in etlichen meiner Videos gehört. Der faucht natürlich wie ein großer. Der macht einen schönen Krawall.
Ja, und jetzt werden wir den einmal aufsetzen. Hier haben wir eine größere Öffnung, die gehört hierher, wegen dem Schlüssel, dass wir das noch schön verstellen können. Ich sage gleich dazu, zieht den Schlüssel eigentlich immer ab, denn das wird sehr heiß. Ja, lassen wir einmal ein bisschen brennen. In der Zwischenzeit zeige ich euch einmal meinen Leisebrenner, was ich bekommen habe. Also, der ist nichts anderes wie ein Messingrohr mit Obenbohrungen, Untenbohrungen. Wobei es geheißen hat, ich soll die kleinen oben verwenden. Mir gefällt es sogar besser, wenn die großen oben sind. Da kommen natürlich dann die Flammen raus. Und die Höhe des Teils ist eigentlich so gewählt, dass hier und mit den Füßen gleich das Gefäß dann aufsteht und dann kommen die Flammen hier rundherum heraus und dadurch ist auch der ganze Krawall schön gedämpft. Zeige ich euch natürlich auch gleich. So ist da natürlich schon ein ordentliches Pfauchen. Ja, dann setzen wir mal den Leisebrenner quasi auf. Er ist nicht so extrem laut und jetzt setze ich einmal eine Tasse drauf, dass man den Unterschied hört. Also da hört man jetzt fast nichts mehr. Das ist wirklich gigantisch. Wie gesagt, es kommen dann die Flammen rundherum raus. Ich werde mal die Kamera umschwenken, zeige ich euch von hier, sieht man es besser. Und hier auch das Geräusch, ein ordentliches Pfauchen. Die Flammen kommen natürlich nach oben. Und jetzt bremsen wir die Flammen nach oben. Und wie ihr sehen könnt, sie gehen rund um das Gefäß in die Höhe, engen das Gefäß komplett ein und heizen das somit absolut ruhig auf. Man kann schön sehen, wie hier eigentlich alles glüht innen, das heizt natürlich auch mit die Flammen eigentlich optimal und jetzt mache ich mir aber gleich ein Käfchen. Ja, wie gesagt, man hört jetzt das Pfauchen ohne den, also zwar mit Leisebrenner, aber der wirkt ja erst, wenn das Teil drauf ist. Es gibt auch andere Leisebrenner, die setzt man auf statt diesen runden Teil oben. Die kosten an die $45 und ja, mag ich eigentlich nicht so. Den habe ich bekommen. Danke nochmal an der Stelle dafür. Und ihr seht, da kann man sogar zurückdrehen. So groß braucht man gar nicht. Recht vollkommen. Und der ist natürlich jetzt wirklich super leise. Ja, ich bin schon gespannt, bei richtig extrem tiefen Temperaturen ist ja der Benzinbrenner, das Nonpuls Ultra, der wird ja bis jetzt noch verwendet, quasi in Himalaya-Gebieten und sonstigen von den Extrembergsteigern, die verwenden so ein Teil. Es gibt natürlich auch noch andere Marken. Aber da werden gern diese Benzinbrenner verwendet. Ja, Freunde, in dem Sinn, ich muss noch erwähnen, in den Tank gehen 120 Milliliter Benzin, also man darf ihn nicht anfüllen. Klar, es muss sich ja ausdehnen und das Gas sich bilden können. Und mit diesen 120 Milliliter kann man 50 Minuten Vollgas brennen. Also das ist schon eine gewaltige Ansage. Ja, das war es im Großen und Ganzen. Es kommen natürlich noch weitere Erfahrungsberichte. Ich habe auch noch viel zu wenig damit. Habe ihn erst ein paar Mal in Verwendung gehabt, 4-5 Mal. Und braucht natürlich ein bisschen mehr, da ich mit Benzinkochern ja absolut nichts am Hut gehabt habe bis jetzt. Aber schon allein die Optik musste ich unbedingt das Teil haben. Ja gut, nichtsdestotrotz, das war's von meinem kleinen Test. Und
hoffe, ich konnte euch das ganze Teil ein bisschen näher bringen, damit man das auch versteht, wie das in etwa funktioniert. Und sage einmal wieder danke fürs Zuschauen und man sieht sich. Ciao, Freunde.